So, liebe Gemeinde, trotz meines Zeitgefühls geht's jetzt trotzdem weiter mit dem Wüstenstrecke und dann werden wir gleich auch noch im Anschluss direkt die Uga-Insel machen und den Martha-Thron. 15 Minuten sollten dafür reichen. Nee, Quatsch, nicht Martha-Thron, sorry. Und der Rennbd-Königl-Rittel. Genau. Jetzt machen wir aber erstmal die wilde Wüstenstrecke. Natürlich wieder mit dem Schwarzen. Turbo, bitte, bitte, bitte. Nein. So. Ein Upgrade hätten wir schon mal. Geht das? Es geht, juhu. Ich hoffe nur, wir kommen da passend wieder raus. Beziehungsweise bisher hat es uns ja nicht so viel gebracht. Was sind das eigentlich für komische Steinchen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dieses Zeitrennen wohl erstmal verlieren werden. Das ist eine kleine Schmach. Und die darf ich mir nicht leisten. Vor allem frage ich mich, warum. Warum ist die so weit vorne? Wow! Du bist ja immer noch vorne. Huch. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Komm näher ran, näher ran. Ab, 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 ab. Da vorne ist sie auf jeden Fall schon mal. Aber die kriege ich nicht mehr. Verdammt! Mango. Nein, nicht bekommen. Verloren. Nein, 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 nochmal. Das darf nicht wahr sein. Ach so, hier liegt er. ja. Ich nehme wieder am Stück auf. Du hast gegen Froni wollt. Du hast Froni wollt nicht besiegt. Nochmal spielen. Ja. Ich will doch nur den Turbo-Start meistern. Aber irgendwie hat die von Anfang an schon direkt viel mehr Power. Alter, geht die ab. Naja, jetzt sehe ich zumindest, wie ich vorher im Vergleich war. Ach so, die fährt dann darüber. Eieiei. Und dafür benutzt sie den Boost, da tue ich das wohl auch. Darf doch nicht wahr sein. Ich komme jetzt nicht mehr an die Tante ran. Jetzt aber. Jetzt schießen wir uns das Teil nochmal fix auf. So, weil jetzt haben wir zumindest einen kleinen Vorsprung und der darf uns jetzt nicht abhanden kommen. Ah, jetzt fangen wir an richtig zu fahren, mein Gott. Geschafft! Yikes! Huh, aber Knäppchen. Wie man auf der Minimap noch sehen kann. Huh, ziemlich knapp. Du hast Wroniwohn sagen. Besiegt. So, und zack geht's weiter. Ja, hier waren wir am langsamsten. Und das war bisher auch das Schwerste. Und ab weiter geht's wieder mit dem Schwarzen. Mit der Uga-Insel-Umrundung. Juhu!
Aha, aha. Vielleicht komme ich ja jetzt dahinter, wie das funktioniert. Aha. Übrigens hat mein Bruder mich auf etwas hingewiesen, was ich doch bitte tun sollte. Kennt ihr He-Man? Falls ja, ist das... Greggy. Autsch. Bei der Macht von Greshkai! Das war zu weit geflogen. Egal. So, ihr habt es gerade schon bemerkt. Bei der Macht von Greshkai. Mein Bruder hat zu mir gesagt, dass ich es doch bitte tun sollte, jedes Mal, sobald ich einen Warp-Turbo habe. Dieser Anweisung bin ich gefolgt. Und das werde ich jetzt ab sofort auch die ganze Zeit tun. Ach, da sind zwei. Gut zu wissen. Also entweder werde ich sagen, ich habe die Kraft. Oder bei der Macht von Greshkai. Wer weiß, woran das eine Anlehnung ist? Einen Moment. Ich habe die Kraft! So, jetzt holen wir uns beide. Eins, zwei. So, nochmal. Wer weiß, worauf das eine Anlehnung ist, der möge sich doch melden. Denn es ist auf ein YouTube-Video bezogen, auf ein deutsches Dub-Video von dem Intro von He-Man. Nämlich auf 60, soweit ich das noch im Kopf habe. Leute! Ich glaube, ich hab's geschnallt! Juhu! So, jetzt kann ich das LP nochmal von vorne anfangen. Jetzt, wo ich weiß, wie das geht. Ach, ist das toll. So. Ach, damit wird das toll sein. Weil jetzt muss ich gleich wieder etwas losschreien. Bei der Macht von Greshkai! Woo! Irgendwann wird mein Bruder wahrscheinlich auch in mein Zimmer kommen und denken, dass ich wie ein Wahnsinniger hier sitze, weil ich doch seiner Bitte nachgekommen bin. Nein! Nein! Ach, verdammt! Nein! Was ist denn los? Das ruckelt alles total. Das ist nicht nettig. Überhaupt nicht. Egal, das... Habe ich jetzt meinen Einsatz verpasst? Bei der Macht von Greshkai. Nachträglich. So. Das sollte jetzt auch reichen, damit wir das noch einmal ausrufen können. Bei der Macht von Greshkai! Hilfe! Hauptsache, man kommt so aus dem Warp raus. Nein! Nein, Mist! Ich habe gedacht, vielleicht hätte das doch noch unter 30 Sekunden geklappt. Aber nein. Und jetzt haben wir auch noch knapp 5 bis 6 Minuten für den Rembe de Königel Rittel. Ritter. Ritter steht ausgeschrieben. Der Rest nicht. Und deshalb fahren wir jetzt auch direkt mal los. Und ich habe es verstanden. Hoffentlich. Und Turbo. Nein! Was? Verdammt! Okay, ich hab's doch noch nicht verstanden. Verdammt. Ich hab gedacht, man müsste jetzt ab 2 drücken, aber irgendwie ist das nicht der Fall. Naja. Irgendwie ist die Bitch mir gerade viel zu weit vorne. Bei der Macht von Greshkai habe ich vergessen zu erwähnen. Ach, Mikro-Eng-Chief, bäh. Verdammt. Oh.
Egal, gleich werde ich mir noch einen Warp holen. Ich packe schon mal das Schwert aus und rufe bei der Macht von Crashgeil. Eieiei. Wo man immer rauskommt. Schlimme Sache das. Egal. Ach, da ist ein Geheimgang. Aha. Aha, den muss ich gleich auch mal ausprobieren. Aha. Dich krieg ich. Ah ja, komm, wir machen ein Fliegeduell. Ich kann's nochmal machen. Yes! Geschafft! Ganz knapp. Mega knapp. Genau. Ach, der Totenschädel gefällt mir. So. Und? Kein Turbo. Hä? Ich verstehe es nicht. Komisch. Egal, jetzt versuchen wir auch mal die Abkürzung. Ah, interessant. Gut zu wissen. Jetzt, nachdem man das Spiel eigentlich schon mal durchgespielt hat. Bläh, bläh. Das... Okay. Das war mein eigener Warp. Eigentlich wäre es besser, wenn ich... Bei der Macht von Grischkei! Total schiefe Stimme! Was ist mit der los? Egal, denn ich habe die Kraft und fliege bestimmt wieder. Oh, sehr schön. Genau da rein, wo ich hin wollte. Autsch. Lisse. Das werde ich doch wohl schaffen. Los, 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 los. Ich habe die Kraft, ich habe gewonnen! So, und diesmal auch unter einer halben Sekunde, genau. Mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen wir durch. Unter einer halben Minute, genau. Die Zeit sagt, es genügt, liebe Leute. Viel Spaß beim nächsten Mal, wünscht euch The Ariel P. Aber für heute reicht es. Bis zum nächsten Mal.